Reisende reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo Männer, ich habe heute mal wieder das geheime Buch ausgegraben und da ist mal ein Aspekt, fangen wir jetzt mal an. Gucken wir mal rein. Ja, und zwar, wie ihr seht, geht es um diesen Froschschenkelversuch. Ich stecke das jetzt erstmal alles ab. Machen wir erstmal Hausaufgabenabfrage. Ne? Wer hat das gemacht zuerst? Weiß es noch einer von der Schule? ja, uns wurde erklärt, dass es, ich glaube, Schwammerdamm. Muskelsam. Im Jahre 1680 zeigte Schwammerdamm den Großherzog blabla Versuch, bliblablub, hin und her. Ne? Mehr als ein Jahrhundert später wurde Galvani auf dieselbe Tatsache aufmerksam, indem wir die Beobachtung machen, dass die Schenkel frisch bliblablub. Ne? Achtung! Frisch gedehnten Frosch unter dem Einflusse des Rückschlages, jedes Bibelblatt, ne? Und hier steht nochmal, es ist kaum glaublich, dass ein gewisser Julius Alix einst allen Ernstes einen Telegrafenvorschlag in Vorschlag brachte, welches auf dieser physiologischen Erscheinung basierte. Ja, das ist schon mal interessant, dass es Schwammerdamm gewesen sein soll, ne? Und das richtig krasse ist aber, dass es also der Rückschlag, das ist der Beck-EMF, Jungs. Ne? Also das Schenkel-Experiment, scheinbar tun die Nervendinger hier mit dem Beck-EMF arbeiten. Für wen das interessiert, ich habe es jetzt hier nochmal rausgesucht. Der Rückschlag. Ich mache das jetzt einfach mal so, das wird ja eh keiner lesen. Aber das ist schon interessant, ne? Dass die ganzen Elektroniker und so, ja, Beck EMF, also da wissen wir gar nicht, was das ist. Von was redet ihr denn da? EMK und zurück EMK und Beck EMK? Da wissen wir gar nicht, von was ihr redet, ne? Tja, früher wussten die das noch.